Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute vergleichen wir mal zwei Böller von Pyro Art, nämlich einmal die Dynamite D-Böller und einmal vom Foxfeuerwerk, das ist ja Pyro Art, die normalen China Böller D. Hier sieht man auch, das sind die China Böller D in diesem Kackbraun. Ja, und damit starten wir jetzt auch direkt mal. Ich guck mal kurz auf die NEM. Vielleicht finde ich die ja auch noch so auf die Schnelle. NEM 2 Gramm pro Böller. Hier steht's. Okay, der Fokus tut sich gerade schwer, ist auch egal. Toll, der war scheiße. Also der war jetzt ja schon mal nicht so gut. Mach mal direkt nochmal den zweiten. Okay, der war wiederum richtig geil. Jetzt haben wir hier diese Dynamite D-Böller. Hier habe ich immer so einen aufgemacht. Also so sehen die eigentlich aus, wenn man hier diese Verpackung da abzieht. Aber die Lunte ist ziemlich lang, das muss man denen lassen. Alter! Okay, das waren bisher wirklich die lautesten D-Böller, die ich so generell gehört habe. Hier haben wir nochmal welche, also wir haben auch 2 Gramm NEM. Komm jetzt, Fokus, behaupte dich. Ja, was ist denn los? Ja, hier, 2 Gramm NEM. Machen wir mal einen zweiten, mal gucken, wie der jetzt schnipselt so. Also, die ballert schon ordentlich. Komm hier. Dritten machen wir jetzt auch noch. Den schmeißen wir mal hier ins Wasser. Jetzt sieht die Kamera nass. Ja, wunderbar. Wie sagen, dass das gut funktioniert. Ja, also die Dynamite D-Böller sind der klare Gewinner, obwohl das eigentlich genau die gleichen sein müssen. Die Kackbraunen, die waren einfach nur schlecht gelagert von mir oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hierfür keine Kaufempfehlung, denn für die kleine Packung sind die einfach zu teuer. Die kostet 1,50 Euro. Da kann man sich lieber einen Schinken Nico D-Böller kaufen oder so. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß in der Vorfreudezeit. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Über Kritik in den Kommentaren freue ich mich immer sehr, sehr gerne. Auch wenn ihr irgendwas zu nörgeln habt, ist ja nicht so schlimm. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ja, und mein Kanal euch gefällt, so, jetzt habe ich es wieder, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Haut rein und bis dann. Get down to the B-side.